Am besten antworte ich hier mit einem Beispiel. Vor kurzem waren 17 Erben, die haben ein Grundstück geerbt und ein Haus und keiner wusste genau, wo er beginnen soll. Und wir haben da in mehreren Gesprächen dann Wege aufgezeigt, wie man das am besten verkaufen kann. Der Notar und Rechtsexperte macht dann den Vertrag. Aber die Entwicklung, dass die Erben untereinander Konsens haben, das machen die nicht. Also wir machen Gegenaufstellungen von den verschiedenen Grundstücken, von Gebäuden, von den Häusern und dann auch Parallelrechnungen, dass man sieht, welcher Erbe was bekommt und welche Ausgleichszahlung das dann zu leisten ist, damit jeder Erbe gleich viel bekommt. Wenn Sie Alleinerbe sind, dann ist das richtig. Aber wir haben vor kurzem ein Beispiel gehabt, wo mehrere Erben sind. Und dort ist es wichtig, dass man gegenüberstellt, welches Grundstück hat welchen Wert, welches Gebäude, welche Wohnung hat welchen Wert. Und dann kann man diese Gesamtwerte durch die Erben aufteilen und kann mit Abschlagszahlungen dann zuordnen, dass jeder Erbe genau transparent sieht, er hat gleich viel geerbt. Jedes Problem ist anders. Zuhören, verstehen und umsetzen ist ein wesentlicher Punkt. Es braucht mehrere Gesprächsrunden, damit man genau weiß, welche Erbgegenstände anstehen, Grundstücke, Häuser, Wohnungen und dann den Marktwert ermitteln und aufgrund dessen dann diesen auf die Erben zuordnen und mit Ausgleichszahlungen transparent machen, dass jeder das Gefühl hat, er hat gleich viel bekommen.